Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Bei einer Lotterie werden 10.000 Lose verkauft, wovon 10 Lose 200 Euro gewinnen, 20 Lose 100 Euro gewinnen, 50 Lose 20 Euro gewinnen und 100 Lose 10 Euro gewinnen. Frage: Wie viel muss ein Los mindestens kosten, damit die Organisation der Lotterie einen Gewinn einbringt? Um diese Frage zu beantworten, werden wir natürlich die mathematische Erwartung der Variablen Gewinn in Euro berechnen. Diese mathematische Erwartung berechnet man so, und am einfachsten ist, solch eine kleine Tabelle zu erstellen. Zuerst tragen wir in dieser Zeile die möglichen Werte der Variablen ein, das heißt hier 200 Euro, 100 Euro, 20 Euro, 10 Euro und dann gibt's auch noch die Lose, mit denen man kein Euro gewinnt. Und in dieser zweiten Zeile tragen wir die entsprechende Wahrscheinlichkeiten ein. Das heißt, für 200 Euro 10 auf 10.000, für 100 Euro 20 auf 10.000, für 20 Euro 50 auf 10.000, für 10 Euro 100 auf 10.000 und für 0 Euro die restlichen Lose, das heißt 10.000 minus 10 minus 20 minus 50 minus 100 und das ergibt 9.820. Um die mathematische Erwartung zu berechnen, brauchen wir in dieser Summe nur noch diese Werte einzusetzen, also so. Und diese Summe ergibt sofort 3/5, das heißt 0,60 Euro. 0,60 Euro ist also die Erwartung von der Wahrscheinlichkeitsvariablen Gewinn in Euro. Was schließen wir daraus? Im Durchschnitt gewinnt man 0,60 Euro, das heißt 60 Cent. Der Minimalpreis eines Loses muss also höher sein als 0,60 Euro, damit die Lotterie einen Gewinn einbringt. Und somit ist diese Aufgabe schon beendet.